Hey Leute und herzlich willkommen bei Hardware Deals. Gaming-Stühle. Ein Thema, dem wir uns dieses Jahr wirklich intensivst gewidmet haben. Wir haben unzählige Modelle für euch Probe gesessen, ausführlich getestet und sogar eine ganze Kaufberatung dazu produziert. Außerdem haben wir uns auch die besten Alternativen zu Gaming-Stühlen angeschaut, und zwar echte ergonomische Bürostühle, die in aller Regel deutlich mehr fürs Geld bieten. Denn gerade bei Stühlen ist der Zusatz Gaming und irgendeine Racing-Optik oft nur eine Ausrede, dafür ein höheres Preisschild auf das Produkt zu klatschen. Darum eben auch unser Video "Kauft keinen Gaming-Stuhl" und die Bürostuhl-Kaufberatung. Es gibt wirklich nur wenige Ausnahmen, eine davon der Backforce One. Ein Stuhl, den wir selbst alltäglich benutzen und der eben von einem Bürostuhlhersteller, und zwar Interstuhl, entwickelt wurde und daher auch ergonomischen Ansprüchen und vor allem einer richtigen Qualitätskontrolle gerecht wird. Denn keinem bringt ein Stuhl etwas, der 2 Monate lang bequem ist und dann sitzt man auf einmal auf einem Metallrahmen, weil das Polster durchgesessen ist. Wirklich gute Stühle haben in der Regel aber vor allem eins gemeinsam: sie sind relativ teuer. Für den Backforce One zahlt man um die 600 Euro und auch ergonomische Steelcase oder sogar Herman Miller Stühle gehen gerne mal in den vierstelligen Bereich. Backforce hat jetzt aber einen neuen Stuhl vorgestellt, den sogenannten Backforce V, einen ergonomischen Gaming-Stuhl, der für 399 Euro zu haben ist. Und das, obwohl das Teil komplett made in Germany bei Interstuhl ist und sogar mit 10 Jahren Garantie kommt. Ich bin also wirklich unheimlich gespannt gewesen zu sehen, was Interstuhl bzw. Backforce hier abgeliefert hat, denn für 200 Euro weniger muss hier ja irgendwo der Rotstift angesetzt worden sein, irgendwo müssen die Einsparungen ja herkommen. Und wir werden das alles hier zusammen im Video herausfinden, auch wie der Stuhl so im Verhältnis zu Konkurrenten abschneidet und natürlich, ob der Stuhl einfach nur just another Gaming-Stuhl ist oder sogar vielleicht genau das Produkt, auf das wir alle gewartet haben. Eins steht jedenfalls fest, das Review hier ist kein Product Placement oder irgendwas. Ich habe mich selbst darum bemüht, so schnell wie möglich so einen Stuhl ranzubekommen. Der wurde ja schon vor circa 2 Wochen vorgestellt und ich werde daher natürlich auch alles ansprechen, was an dem Teil vielleicht nicht so toll ist oder mir einfach nicht gefallen hat. Und bevor wir jetzt direkt einsteigen, wie immer noch kurz der Hinweis auf unsere Homepage hardwaredeals.com. Da findet ihr alle unsere Kaufberatungen zu Gaming-Stühlen, Bürostühlen, aber auch Gaming-PCs, Laptops und Zubehör wie Gaming-Monitore, Mäuse, Tastaturen und so weiter. Schaut gerne mal vorbei. Fangen wir an beim Bestellprozess. Der Stuhl wird exklusiv über die Backforce-Seite vertrieben. Direktvertrieb hat natürlich immer den Vorteil, dass so der Preis niedrig gehalten werden kann, weil keine Händlermargen anfallen. Hier kann man den Stuhl dann nach Belieben konfigurieren, sich eine schicke Farbe auswählen, da gibt es beim Backforce V eine ziemlich große Auswahl. Aktuell gibt es 7 verschiedene Farben und wenn ihr wollt, könnt ihr euch noch ein eigenes individuelles Schulterpatch anfertigen lassen, die kann man dann glatt einfach austauschen. Bei den beiden teureren Fan-Editionen, also Eintracht Spandau und PCGH, sind sowohl die Broschen als auch die Schulterpatches mit deren Logos geschmückt, muss man also wirklich haben wollen. Wir haben für unseren Test einmal die schwarze Version mit weißen Akzenten und die etwas ausgefallenere blaue Version mit roten Akzenten. Das blaue Rot ist mir persönlich etwas zu viel, aber das ist natürlich wie immer Geschmackssache. Ich stehe halt eher auf unauffällige Designs, man muss das Teil ja jeden Tag sehen können und an Violett- oder Neonfarben würde ich mich wahrscheinlich irgendwann satt gesehen haben. An der Stelle würde mich aber natürlich auch mal interessieren, welche Farbe euer Favorit wäre und natürlich auf was für einem Stuhl ihr aktuell so sitzt. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, ich bin echt gespannt. Der Stuhl kommt nach der Bestellung jedenfalls echt zügig, da er einfach als Paket versendet werden kann. Die meisten Stühle kommen ja sonst per Spedition, was vor allem auch bei Rücksendungen mega nervig sein kann. Wie auch bei den großen Brüdern dient der Karton wieder als praktische Aufbauhilfe. Dadurch hat man den Stuhl wirklich in 0, nichts aufgebaut und alles Werkzeug, was man braucht, liegt auch im Paket. Wenn der Stuhl mal steht, merkt man direkt, wie solide das Teil ist. Der Stuhl fühlt sich wirklich massiv an und selbst wenn man versucht, daran zu wackeln, passiert da nicht viel. Das war zum Beispiel beim Adapt-Stuhl, den wir uns neulich angeschaut haben, anders. Die Optik ist natürlich Geschmackssache, der Stuhl hat den namensgebenden V-Shape. Ich persönlich muss mich da erstmal dran gewöhnen und finde einen normalen Backforce tatsächlich um einiges hübscher. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann mir vorstellen, dass ich halt das Auge erstmal ein bisschen an das neue Design gewöhnen muss. Man ist halt die klassische Gaming-Stuhlform gewöhnt. Hässlich ist er aber auf keinen Fall.
Und was man auch sofort merkt, ist, dass hier wie bei Interstuhl typisch auf wirklich hochwertige Materialien gesetzt wurde. Der Stoff ist nicht so super weich, wie man es von billigen Modellen kennt, sondern wirkt deutlich robuster und ich bin mir sicher, dass der Stuhl auch noch nach einigen Jahren genau gleich aussieht wie am ersten Tag. Wir haben hier noch das erste Modell vom Back Force One, da saß jetzt inzwischen knapp 2 Jahre jeden Tag jemand drauf und naja, der sieht halt auch noch aus wie am ersten Tag. Was ich auch cool finde, ist, dass Interstuhl das Thema Nachhaltigkeit groß schreibt, alle Bezüge wurden aus recyceltem PET hergestellt. Dass der Stuhl so robust wirkt, hat aber auch noch einen anderen Grund, denn bei der Rückenlehne wurden mehrere Polsterschichten auf einer Echtholz-Unterkonstruktion platziert und nicht mit einem leeren Stahlrahmen gearbeitet. Durch den Aufbau unterscheidet sich der Backforce nämlich extrem zu üblichen Gaming-Stühlen und das kommt am Ende auch eurer Gesundheit zugute. Denn die Holzform ist ergonomisch, also der Form eurer Wirbelsäule nachempfunden, die Lordosenstütze ist also quasi schon in der Form der Rückenlehne integriert. Und ganz ehrlich, mit so einer Stahlkonstruktion wie von DX Racer und Konsorten, beziehungsweise halt eigentlich allen Gaming-Stühlen aus Fernost, kann man mich jagen. Die kommen zu 90% aus derselben Fabrik, egal ob da DX Racer oder Secret Labs oder Corsair oder sowas draufsteht, die sind halt einfach nichts, Leute. Und vor allem nicht ergonomisch. Wenn ihr so einen Teil habt, dann kennt ihr sicher das Gefühl, dass man da irgendwann mega krüppelig und krumm auf dem Stuhl sitzt, einfach weil der Körper da halt nicht sitzen will, weil die Form nicht ergonomisch ist und dann wird's ungesund. Was Ergonomie angeht, hat Backforce auch beim Wii Gott sei Dank auf eine Synchronmechanik gesetzt. Das heißt, beim Zurücklehnen findet eine Kombination aus Sitz- und Rückenlehnenbewegung statt, aber nicht so billig wie bei einer Wippmechanik, wo beides fest miteinander verbunden ist, sondern in einem abgestuften Verhältnis. Das fördert das aktive Sitzen und bringt ein bisschen Bewegung und damit Durchblutung in den unteren Rücken, was super wichtig ist, wenn man länger auf einem Stuhl sitzt. Schade finde ich's, dass hier auf eine selbstregulierende Synchronmechanik gesetzt wurde, das heißt den Widerstand kann man nicht zum Beispiel wie beim Backforce One selbst einstellen. Ich mag's gerne, wenn ich mit dem Rücken wirklich fest gegen die Lehne drücken muss, dass sie sich nach hinten neigt, hier ist man halt auf eine einzige Einstellung reduziert, aber klar, das ist dem günstigen Preis geschuldet. Wird auch schwer unter 400 Euro einen Bürostuhl zu finden, der das Feature hat. Der Backforce V ist ideal geeignet für Personen mit einer Größe zwischen 1,51 Meter und 1,92 Meter und belastbar bis ca. 130 Kilo, also sollte das Teil eigentlich für fast alle passend sein. Was man beachten sollte, ist, dass die Rückenlehne kürzer als bei einem normalen Backforce One ist, das heißt die Kopfstütze ist so konzipiert, dass sie bei sehr großen Leuten eher zu einer Nackenstütze wird. Darum wurde wohl auch auf die obere Naht verzichtet, sodass da nichts reiben kann. Bei den Armlehnen wurde etwas gespart, hier kommen nur ganz einfache 1D-Armlehnen zum Einsatz, das heißt man kann sie nur in der Höhe verstellen. Wir haben allerdings für euch den Test gemacht und die gepolsterten 5D-Armlehnen aus dem Backforce Shop, die eigentlich für den One bestimmt sind, kann man auch hier ohne Probleme nachrüsten. Kosten 59 Euro und würde ich wirklich auf jeden Fall empfehlen, dann hat man für 459 Euro nämlich ein richtig geiles Gesamtpaket, ich würde nicht drauf verzichten wollen. Im Vergleich zum Backforce One gibt's außerdem noch 2 weitere Abstriche, die aber wahrscheinlich die wenigsten von euch interessieren werden. Einmal das Fußkreuz, das ist hier aus Hartplastik statt Aluminium und die Backforce-Brosche auf der Rückseite ist nicht beleuchtet, wie bei den One-Modellen. Kann man aber auch dazu bestellen, falls man das brauchen sollte, die Maße sind identisch. Trotzdem, 399 Euro für einen ergonomischen Gaming-Stuhl, komplett made in Germany und das bei den gestiegenen Material- und Strompreisen ist schon wirklich eine Ansage. Außerdem 10 Jahre Garantie, die tolle und super robuste ergonomische Rückenkonstruktion aus Formholz und die hochwertige Synchronmechanik machen den Backforce V zum aktuell besten Gamingstuhl unter 500 Euro. Absolute Kaufempfehlung. Wem die Gaming-Optik egal ist und wer noch ein bisschen mehr sparen möchte, der greift am besten zum Interstuhl Every Aktionsmodell, den werde ich euch auch mal unten verlinken, der ist nämlich unsere Top-Bürostuhl-Empfehlung in der Preisklasse. Da gibt's einen Netzrücken, Autolift-Synchronmechanik und sogar eine verstellbare Lordosenstütze. Ansonsten gerne auch mal bei unserem Review zum Backforce One Plus vorbeischauen, quasi der große Bruder des Wii und natürlich auch nach wie vor eine Empfehlung wert. Ich hoffe jedenfalls, dass euch dieses Review hier gefallen hat. Wenn ja, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Video.